Wir sprechen über Open Education in Schweden und wir haben das Glück, dass wir jemanden, der sehr gut Deutsch spricht, weil er aus Deutschland kommt, getroffen haben, der aber in Schweden im Hochschulsystem zu Hause ist. Das ist Jörg Pareiges. Ich möchte ihn als erstes bitten, sich selbst vorzustellen. Ja, Jörg Pareiges aus Wilhelmshaven, bin der Leiter des Zentrums für Teaching and Learning an der Universität von Karlstadt. Wie lange bist du schon in Schweden beheimatet? Seit 16 Jahren. Das heißt, du kennst sehr gut die schwedische Perspektive. In Deutschland wird ja Skandinavien immer sehr hochgehalten als der Ort, wo Bildung eine größere Priorität hat. Ja. Ist das auch deine Wahrnehmung? Teilweise, teils, würde ich sagen. Der Status von Lehrern ist zum Beispiel deutlich geringer. Löhne und Gehälter sind deutlich weniger als in Deutschland. Dafür sind die aber Voraussetzungen, glaube ich, für Schüler deutlich besser. Schüler mit besonderen Needs brauchen, bekommen mehr Unterstützung. Es gibt Lehrerteams, die zusammen Klassen unterrichten. Meine Kinder haben zum Beispiel 2 Lehrer plus einen Extralehrer, einen Sozialpädagogen. Und ja, die grundsätzliche Ausstattung, würde ich sagen, ist besser im Allgemeinen. Und wenn wir jetzt uns den Higher Education Bereich angucken, man stellt sich jetzt als meine naive Wahrnehmung immer Schweden vor als ganz viel Fläche. Wie ist Hochschule organisiert? Ja, wie ist Hochschule organisiert? Es gibt eine zentrale Vergabestelle für Studienplätze, was sehr bürokratisch, sehr effizient und sehr gleichberechtigt, gleichgestellt vonstatten geht und sehr positiv ist. Es gibt ganz viele freistehende einzelne Kurse, die man im Lifelong Learning, im lebenslangen Lernen benutzen kann oder ausnutzen kann. Aber auch natürlich ganz viele Programme. Alle Unis haben Präsenzprogramme und Kurse, aber auch ganz viele Online-Kurse. Open Education ist jetzt etwas, was du im Besonderen schon gut kennst. Bist du da die große Ausnahme in Schweden oder ist in Schweden Open Education schon ein bisschen mehr auf der Tagesordnung? Definitiv nicht mehr auf der Tagesordnung als in Deutschland. Ich bin jetzt nicht der Einzige, der das kann, aber die Community in Schweden ist nicht sehr groß. Wir hatten in 2012 ein 2-jähriges Projekt, in dem man hat versucht, das Konzept der OERs zu erklären und im ganzen Land weiter zu verbreiten. Und nach 2 Jahren war es dann vorbei, es ist nicht viel passiert. Und dann hat man gesagt, ja, wir haben ja alles probiert und gehen wir zum nächsten Thema über. Und denkst du, es ist mehr eine Frage der politisch-administrativen Priorität oder ist man in Schweden einfach nicht interessiert? Ich glaube, meine Einschätzung persönlich ist, dass wir in Schweden ganz weit vorne waren in Digitalisierung im 90er, frühen Jahrtausendwende und sich so ein bisschen auf den Lorbeeren ausgeruht hat und Web 2.0 ein bisschen verschlafen hat und auch immer sehr gerne guckt, was andere Unis und was vielleicht noch Norwegen macht, aber total den Blick verloren hat, wo die absolute Benchmark international ist. Was sind denn so die großen Themen, die aktuell diskutiert werden im Higher Education Bereich in Schweden? Accessibility, auf ganz, ganz starker Bereich. Digitalisierung ist ein ganz, ganz großes Thema auch und vielleicht die Schnittmengen darüber. Und ja, aber doch wahrscheinlich Digitalisierung ist das große Thema. Die Regierung hat vor 3 Jahren herausgegeben, dass Schweden als Land generell weltführend werden soll im Bereich der Digitalisierung und die Vorteile von Digitalisierung auszunutzen. Und ja, da haben wir noch einiges vor uns. Und besteht Hoffnung, dass sozusagen in dem Umfeld dann nochmal OER eine zweite Welle wäre es dann ja quasi entstehen könnte? Ja, das hoffe ich doch schwer und da arbeite ich viel dran und bin sehr aktiv mit der Akzeptierung der OER-Empfehlungen von der UNESCO erhoffe ich mir da sehr, sehr viel und ja, wir versuchen halt einfach das wieder aufs Thema zu bringen. Wir haben ein paar Webinare jetzt mit OER-Info, aber auch separat davon am Start und hoffen, dass wir das wieder auf die Bühne bringen können. Gibt es noch was du über Schweden und Open Education in diesem Video sagen sollten? Dass Kultur eine ganz große Rolle spielt, die Teilungskultur. Und da ist, glaube ich, da ist die spielt die Kultur von Schweden
nicht so richtig in die Hände, OER in die Händen. Meine Einschätzung persönlich, weil wenn man sich als Land oder als Gruppe zu etwas entschlossen hat gemeinsam, dann passiert ganz viel, ganz schnell. Aber bis dahin dauert es auch sehr langsam. Und ich hoffe, dass der Punkt jetzt bald erreicht ist und dass wir jetzt Digitalisierung ganz stark angreifen als Land. Okay. Ganz herzlichen Dank, Jörg Pareiges. Ich mache an dieser Stelle noch quasi einen mündlichen Link. Wir verlinken unterhalb des Videos die Webinare, die wir gerade schon in einem kurzen Satz angesprochen haben, die es bei OER-Info gibt, weil Jörg Pareiges nicht das erste Mal hier auftritt. Insofern, man kann da weiterschauen, wenn man sich weiter dafür interessiert. Bis hierher, großen Dank.